Ein schöner Nachsommertag und ein Derby A-Junioren Bezirksliga Weser M2 zwischen VfL Leute und der TuS Lutten. Für die VfL Leute ist es der vierte Spielrunde und für die TuS Lutten schon der fünfte. Der VfL Leute hatte einen relativ guten Start, 2 Siege, 1 Niederlage. TuS Lutten hatte einen weniger guten Start, 1 Sieg, 3 Niederlagen. So, das Spiel hat begonnen. Der erste seriöse Angriff war für die TuS Lutten. Doch Lutten läuft sich fest in der Euterabwehr. Dann der VfL heute mit Ole Ostendorf. Er versucht einen Distanzschuss, noch nicht mal so weit am Tor vorbei. Luther spielte meistens auf dem Konter. Hier Kevin Benecke. Aber auch er läuft sich fest. Langer Ball auf Steffen Karls. Aaron Bröhring kommt zeitig aus dem Tor. Dann wieder der VfL. Schöner Ball auf Oliver Flert. Er wird zur Ecke geblockt. Und aufgepasst. Kopfball und Tor. 1:0 VfL Leute. Kopfballtor Niklas Heidmann. Und das kurz vor der Halbzeit. Und das war auch der Halbzeitstand. 1:0. VfL Leute. Dann die zweite Halbzeit. Ole Ostendorf. Gut verteidigt Lutten. Schöner Pass, Jakob Büssing auf Leo Wilmering. Da liegt zurück auf Henning Birne, Schuss. Torhüter Benedikt Bülsford. Dann eine gute Aktion von Oliver Fiat. Wiederum Benedikt Bülsford. Gut antizipiert von Matthias Finn Kröger. Guter Pass auf Paraschke Populus. Ein Ansatz wird geblockt. Tim Sieveke. Sebastiano Emich. Erneut Tim Sieveke. Matthias Finn Kröger. Kevin Benecke. Kein Problem für Aaron Bröhring. Einwurf Lutten. Steffen Kamps. Das macht er gut. Und wird gefoult durch Niklas Heidmann. 11 Meter durch Lutten. Kevin Benecke führt aus. Und Ausgleich durch Lutten, 1:1. Und war die Tore bis jetzt teuer, ab hier wurde es ein teurer Regen. Langer Ball auf Oliver Fiat. Nicht gut verteidigt und Benedikt Fulsworth sieht auch nicht gut aus. 2:1. Torschütze Oliver Fiat.
Dann 8 Minuten später Jakob Büssing. Spielt auf Oliver Fiat. Der Ball kommt zu Ole Ostendorf. Der holt aus. Tolles Tor, 3:1. Und dann, nur 2 Minuten später. Der Ball kommt etwas glücklich für die Füße von Parasik Populas und Anstoßtreffer, 3:2, VfL Leute nur noch. Es war nur noch dick 10 Minuten zu spielen. Könnte Luther den Ausgleich noch schaffen? Doch hier ist heute mit Louis Stuntenbeck. Foulspiel und auch hier 11 Meter. Hinter dem Ball Oliver Fiat. Und 4:2 die Entscheidung. Doch das war noch nicht das letzte Tor. Schöner Alleingang Ole Ostendorf. Und legt der Ball ab. 5:2. Torschütze wiederum Oliver Fiat. Aber 50% kommen auf dem Konto von Ole Ostendorf. Und wenn das Spiel dann noch nicht entschieden war, war es es jetzt. Denn das Spiel ist aus. 5:2 VfL Leute in der ersten Hälfte ein bisschen zerfahren. Zweite Halbzeit sehr gut durch die vielen Tore natürlich. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Niederländer.